Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ. Wieder zusammen mit Markus. Freile. Wir spielen heute wieder Banditos. Taco Banditos. Und was habe ich denn so für Missionen? Kaktus Hochwaldnüsse zerstören, Spieler mit Drohnen töten und Abschussserien beenden. Spieler mit Drohnen töten, das hört sich gut an. Drohnen-Pylonenschlag, okay. Das heißt, ich brauche gezielte Pylonenschläge. Ja, mit dem ersten Schuss trifft er einfach instant meine Drohne. Ich hab zwei Schnapper an mir dran, Alter. Okay, da unten im Tunnel geht echt die Post ab. Na, ich glaube, wir haben den Tunnel gesaved. Jo. Heute schon wieder eine Schnellrunde. Ja, scheint fast. Oh, 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 da kommt ein Schnapper. Na, dann kommen, der Wichser. Was wollen? Es ging jetzt ein bisschen schnell. Achtung, der Dave Luftschlag. Achtung, neben dir. Ja, soll ich machen? Hab ihn. Kein Megafon bei gehabt. Nein, gewonnen. Ja, das war ja auch brutal schwer jetzt. Ja. Mal wieder. So, eigentlich sind wir nur durchgelaufen. Ja, mal wieder ein Taco für die Zombies. Weil es da feiern sie Tacos nämlich. Heute kriegen wir nur schöne, ja, Musik. Was ist das für eine Musik? Schöne Musik zu hören, die ganze Zeit eigentlich nur am Musik hören. Na, schön, Leute, ich würde sagen, Musik ist. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es dann gleich in der Folge weitergeht, in der zweiten Hälfte. Und bis dahin setze ich jetzt einen Cut. Tschüss. Nö. So, Leute, die Rückrunde. Leider wurden wir auf die Zombie-Seite gemoved. Das heißt, es sind jetzt Zombies und... Alter, wir haben den Level 226er im Team. Aber die Gegner haben auch High-Level-Typen. Das heißt, 262er. Das wird jetzt wieder eine interessante Sache. Mein 262er, nicht 26er. Ja, meine ich. Doch. Pflanzen aus einer erhöhten Position muss ich töten. Mann, ich höre keine Musik diesmal. Das ist aber traurig. Noch ist keine Musik da. Das gefällt mir nicht. Ohne Musik fühle ich mich nicht. Mich nicht mehr wohl.
Komm schon, verreck, 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 du Mongo Slavi. Ja, ist klar. Jo, der hatte 1%. Und ich musste nachladen und er hat mich in der Luft durch Gift getötet. Das sieht das so ein Lack, ey. Gibt's wieder Musik? Ja, ganz kurz. Toll, ganz kurz, das bringt uns ja gar nichts. Richtig erfasst. Naja. Schnapper stirbt endlich. Stirbt! Boah, mit einem Unterhalt bin ich noch gekillt, der Wichser. Oh, 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 oh. Alter, überall nur MGs. Ich muss eigentlich Pflanzen aus erhöhter Position erschießen, aber ich kann mich nirgends erhöht hinstellen und snipen gehen, weil die auch alle erhöht stehen. So, den erhöhten weggeschossen. Was muss ich noch machen? Erziele Vorlagen und erledige Schnapper in einer Sitzung. 3 Schnapper in einer Runde. Wir haben hier so viele Schnapper drin, es muss doch möglich sein. Da oben rennt doch schon wieder einer. Aber das sind halt alle diese Metallschnapper, die so mega viel Life haben. Alter, der hat sich gerade durch die Tomate durchvergraben. Drei Stachel gerade zerstört. Ey, Bambuswumme jetzt ohne Mist. Nochmal Bambuswumme. Alter, jetzt bin ich weg. Wo steht die? Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Okay, die wird als nächstes eliminiert. Nein! Irgendjemand hat Zetako. Irgendwer, ja. Irgendwer hat Zetako verloren. Weil er immer noch da unten drin stand. Ich habe versucht, dir Deckung zu geben. Nein! Achtung, du kommst gleich Besuch von hinten. Kartoffelmin. Ja, hat er noch Kartoffelmin gelegt, der Hurensohn. Oi, oi. So, 2 Stück weggeholt, jetzt ist die Bambuswumme dran. Bambuswumme down. Jetzt kommt die Sonnenblume natürlich von hinten. Und die holt mich natürlich weg, weil sie Umgebungsschaden hat. 6% wieder, es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Ich verliere die ganze Zeit so knapp. Okay, wir müssen jetzt den Taco pushen zusammen. Oh, da ist schon wieder ein Schnapper direkt vor mir. Yes, ich habe ihn noch aus der Erde geschossen. Böse. Ja, Dummschum ist böse. Sagt dir der Name schon, verdammtes. So, komm schon, jetzt bewegt euch. Jetzt läuft der halt eiskalt direkt in das Stachelkraut hier rein. So ein Idiot einfach. Nein. Okay, ich bin tot. Und unser Läufer wurde gefressen. Es waren einfach 4 Gegner und ich war der Einzige, der ihn verteidigt hat. Das wird nix. Nun komm, wir könnten den ersten durchkriegen. Den schönen Taco mit. Ich habe den Schnapper gekillt. Lauf, Junge! Nee, das Leben gerettet damit. Yes! Taco Manaco! First one get. Ja, ich glaube, die Runde hier wird wieder ein bisschen schwieriger und ein bisschen spannender. Wenn wir es denn schaffen. Im Spawn ist so ein kleiner Hurensohn. Der von hinten abballert. So, hier muss schon wieder irgendwo eine Bambuswurme stehen. Auf jeden Fall eine Laserbeam und irgendwo da hinten schießt mich ein Solarstrahl ab. Da war es schon wieder vorbei. Wieder diese Kack-Sonnenblume.
Und ich habe wieder... Also die Bombe holen wir. Ja. Die Bombe haben wir auch wieder gefunden. Na, wir haben nur noch 50 Sekunden, das heißt, wir sollten so langsam wieder schauen. Da, ich treffe wieder diese Drecksdrohne natürlich nicht. Der ist leckt. Natürlich, ein Schnapper schneidet mich ein und dann kommt natürlich sofort die Drecksdrohne wieder und haut mich noch weg. Oh, Alter. Und wir brauchen den Taco. Jetzt oder nie? Ich glaube nie. Ja. Das haben wir wohl verloren. Aber wir haben einen Taco mitgehen lassen. Zumindest haben wir ein Frühstück. Naja, Leute, mal wieder eine Runde verloren. Kann ja nicht immer so geil laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge P4Z. Und bis dahin, Servus und Ciao.